Hi Leute, 260 Medikamententagesdosen nimmt der durchschnittliche deutsche Erwerbstätige zu sich. Das musst du dir immer auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, im Schnitt ein durchschnittlich Erwerbstätiger in Deutschland, dass der an 260 Tagen von 365 Tagen Medikamente zu sich nimmt. Und das sind ja nur die verschreibungspflichtigen Medikamente, abgesehen von allem, was da noch dazu kommt, sei es bei Frauen die Pille, sei es dann eben einfach noch Alkohol, andere Sachen, die eben gar nicht verschreibungspflichtig sind, andere Drogen, Substanzen, sonst was, Rauchen, Kaffee, Koffein. Ja, das ist so der Durchschnitt. Aber was möchte ich damit sagen? Wenn du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann merkst du sehr, sehr schnell, wenn du ganz gute logische denken kannst, dass im Grunde die meisten Leute in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Welt sowieso, Amerika, Europa, dass die meisten Menschen nicht lebensfähig wären ohne diese Medikamente. Das heißt, der Körper ist nicht mehr in der Lage, seine Chemie, seine Hormone, alles Mögliche von alleine zu regeln. Und ja, zwei Drittel der Gesellschaft würden wahrscheinlich durchdrehen, beziehungsweise fast die ganze Gesellschaft, wenn man die Medikamente, sonstiges, Stimulantien, Alkohol, Drogen und so weiter wegnehmen würde. Aber darüber mag ich jetzt, also Alkohol und diese ganzen anderen Sachen mag ich gar nicht drüber reden. Jetzt mal allein Medikamente. Und das ist der Durchschnitt. Ich hatte einen Bericht gesehen von der AOK, also gesetzlich Krankenversicherte 2018 in Deutschland. Selbst zwischen 15 und 19 Jahren lag diese Medikamententagesdosen pro Jahr über 200. Und das muss man sich halt wirklich mal überlegen. Und dann ist eben die Frage so, will man normal sein? Will man normal sein und wie der Durchschnitt da gehen und sich jeden Tag Medikamente reinhauen und ohne diese Medikamente nicht leben können? Will man das? Das ist die Frage, die man sich selbst stellen sollte. Und wenn man da eben vielen konventionellen Dingen folgt im Lebensstil, in der Ernährung, dann ist es eben die Folge auch davon. Und man kann bei sehr vielen Sachen präventiv schon, aber auch wenn es schon soweit ist, ist da sehr viel wieder reversibel, beziehungsweise man kann sehr oft die Medikamentendosen sehr drastisch senken. Und das sollte man sich wirklich überlegen. Am Ende ist der Lebensstil meist nicht mehr als eine Angewohnheit, aber den Lebensstil, den wir uns eben in unserer modernen Gesellschaft häufig angewöhnt haben, ohne frische Luft, in stickigen Räumen über längere Zeit häufig, in ja, einer extrem schlechten Haltung häufig, mit einer Ernährung, die man halt so macht, weil man es halt nicht anders kennt und weil man es nicht anders wusste. Aber diese Faktoren kann man alle auch in unserer Gesellschaft sehr stark beeinflussen. Und da ist halt wirklich die Frage, setzt man kurz mal Energie ein, um sich neue Gewohnheiten zu schaffen? Neue, gesunde Gewohnheiten, wo man sich wirklich einen Lebensstil schafft, der einen langfristig und dauerhaft wirklich zu einer Gesundheit führt. Zu immer mehr Gesundheit, auch zu mehr Lebensfreude, wenn alles ja, reibungsfrei und einwandfrei läuft.
zu mehr Erfüllung im Leben und man kann einfach das Leben wieder tatkräftig angehen. Und das ist genau der Punkt, den du dich fragen solltest. Was möchtest du in deinem Leben? Möchtest du zum Durchschnitt gehören? Möchtest du wirklich so ein Leben haben, wo du abhängig bist von Medikamenten, wie du dich fühlst und ohne Medikamente durchdrehen würdest oder körperlich dich überhaupt nicht mehr wohlfühlen würdest und dein Körper komplett aus dem Gleichgewicht wäre? Und diese Frage, die kannst nur du dir wirklich selber beantworten. Und ich für mich habe diese Entscheidung vor Jahren getroffen und ich bereue es definitiv nicht und bin froh darüber, dass ich keine Medikamente oder sonst was nehmen muss, um irgendwie hier einfach glücklich zu sitzen, lachen zu können und im Gleichgewicht zu sein und mich körperlich gut und fit zu fühlen. Und welche Entscheidung du triffst, das liegt bei dir. Und damit möchte ich das Video einfach mal abschließen und melde dich sehr gerne, wenn du dich mal austauschen möchtest, wie du da hinkommen kannst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal und ja, unterstützt das Ganze, damit wir hier auch auf YouTube einmal und insgesamt mehr dieses ganze Wissen in die Öffentlichkeit reinbringen können, weil all diese Inhalte, die du kostenlos irgendwo siehst, werden nur finanziert durch die Zusammenarbeit und durch deine Unterstützung, indem du es teilst und auch an andere weitergibst und damit anderen Menschen auch was Gutes tust. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend oder wunderschönen Tag. Je nachdem, wann du das Video schaust. Und mach's gut. Bis dann. Ciao.